Moin, moin! Heute möchte ich mit euch ein Paket auspacken. Und zwar habe ich mir wieder eine Bücherüberraschungsbox bestellt. Ich habe ja bereits schon drei weitere deutsche Bücherboxen bestellt und ausprobiert. Habe ich euch auch immer ein Unpacking zugedreht, werde ich euch mal in der Infobox verlinken. Ich finde dieses Konzept einfach total toll, dass man sich zu einem bestimmten Thema eine Bücherüberraschungsbox bestellen kann. Man weiß ungefähr das Genre und man bekommt vielleicht ein paar weitere Hinweise, aber ansonsten weiß man nichts, was in diesen ja, Paketen drin ist. Ich habe die Lesekatzenbuchbox ausprobiert und die Bücherflut-Buchbox. Beide fand ich ganz niedlich gemacht, aber ich muss sagen, dass der, also neben dem Buch ist ja immer noch ein bisschen Kleinkram mit drin und das war, ohne dass ich das jetzt böse meine, immer ein bisschen billig. Also das war zwar mit ja, liebevoll, mit Herz vielleicht gemacht, aber es war so für den Alltagsgebrauch eher nichts. Das waren jetzt so Schlüsselanhänger oder Schmuck oder sonstige ja, Lesezeichen. Die waren halt immer selbst gemacht und ja, die waren halt nicht sehr hochwertig. Und ja, hat man dann doch eher so als Werbegeschenke verbucht, als alles irgendwie was anderes. Das war immer ein bisschen schade. Da hat man dann doch viel Geld für etwas ausgegeben, was man vielleicht gar nicht benutzt. Dann habe ich noch die Drachenmond-Buchbox bestellt und ausprobiert. Die ist ja vom Verlag selbst, vom Drachenmond Verlag. Da sind immer mehr Bücher drin und dann ganz viel Süßigkeiten und so. Also die hat mir schon ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ja, und jetzt habe ich mir die Schmökerbox bestellt. Hier ist sie. Und da habe ich halt gehört, dass die ein bisschen hochwertiger sein soll. Von den Themen sind sie auch, also die Lesekatzen-Buchbox und auch die Leseflut, glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, gehen halt auch oft in diese Jugendbuchrichtung. Und die Schmökerbox ist halt ein bisschen erwachsener. Da haben mich aber auch nicht immer alle Themen angesprochen, deswegen habe ich bisher auch da noch nichts bestellt. Und ja, ich war halt auch ein bisschen ernüchtert von den anderen Buchboxen, also nicht, dass ich die schlecht fand oder so, mir hat das trotzdem gut gefallen. Aber dann war erstmal ja irgendwie meine Lust auf Bücherüberraschungsboxen erstmal gesättigt. Jetzt habe ich mal wieder ein bisschen geguckt, was es so gibt. Und dann bin ich auf die Novemberbox gestoßen von eben der Schmökerbox. Und das hat das Thema Quintessenzen. Also das Thema selbst sagt mir jetzt nicht so viel aus, aber den Text dazu fand ich sehr spannend und da haben mich einige Worte sofort angesprochen. Die haben bei mir gleich so etwas ausgelöst und haben ja bei mir die Lust geweckt, doch mal wieder eine Überraschungsbox auszuprobieren. Ich werde euch eben mal den Text vorlesen. Magst du Geschichten, die man nicht direkt einordnen kann, die fast alle Genres beinhalten und deshalb sehr besonders sind und auch noch lange nachhallen? Bücher, die so außergewöhnlich sind, findet man selten. Und eine so faszinierende weibliche Protagonistin auch. Im November wird es deshalb mit einem Roman aus dem Dumont Verlag spannend, kurios, übersinnlich, humorvoll, düster, liebevoll, schräg, sympathisch, gruselig, empathisch, hysterisch, fantastisch und noch vieles mehr. Ja, und ich finde, so besondere Bücher ja immer toll. Und wenn da auch so ein kleines Fünkchen Übersinnliches auch noch mit drin ist, vielleicht so magischer Realismus, denn ein bisschen schräg, ein bisschen skurril, das liebe ich auch. Und ja, wenn das einfach so außergewöhnlich ist, das spricht mich total an. Ich bin ja immer auf der Suche nach besonderen Büchern, die nicht so sehr in den Mainstream passen. Und ja, das hat mich einfach total angesprochen. Und ja, diese verschiedensten Adjektive, die hier aufgeführt wurden, die ja eigentlich so unterschiedlich sind, wie das alles zueinander passt, dass da noch eine runde Geschichte draus wird, ohne dass sie ja zu abgefahren ist. Da bin ich gespannt. Ich zeige euch jetzt auch noch mal, dass zu jeder Box gibt es halt auch immer so ein Bild dazu. Und hier ist dieses Quintessenzen. Man sieht halt im Hintergrund Schuppen. Und das könnten jetzt, ich weiß nicht, ob das überhaupt einen Hinweis gibt, aber es könnte Meerjungfrauenschuppen sein, Fischschuppen oder vielleicht auch Drachenschuppen, keine Ahnung. Aber auch was Quintessenzen damit zu tun hat,
Null Ahnung. Aber das wollen wir jetzt zusammen rausfinden. Ich bin ultra gespannt. Das Paket ist gestern Abend schon angekommen bei mir, beziehungsweise ich habe es aus der Paketwand, auf der Packstation, genau, rausgeholt und hatte aber abends keine Zeit und auch keine Muße mehr, mich vor die Kamera zu setzen. Aber jetzt mache ich es früh morgens, damit ja, ich meine Neugier stillen kann. Ach so, die Box hat 39,95 gekostet, ist also, glaube ich, ein bisschen teurer als die anderen. Ich weiß es gerade gar nicht, ob die auch 40 Euro oder nur 30 Euro gekostet haben. Und ich glaube, das ist auch immer ein Hardcover hier drin. Also, hier ist, machen wir mal auf. Und ich bin auch gespannt, was da für Dinge drin sind und die vielleicht auch ein bisschen hochwertiger sind als in den anderen Boxen. So. Hier haben wir gleich auch schon das Muster dazu. Ich glaube, den Text lese ich mal erstmal nicht, weil da, ich weiß nicht, ob da schon Spoiler drin sind. Dann haben wir hier ein Heftchen. Was ist das? Das Büchermagazin. Cool. Neue Bücher für den Herbst 2019. Moka, kenne ich gar nicht. Kennt ihr dieses Büchermagazin? Da werde ich demnächst mal reinschmökern. So, und dann haben wir das hier versiegelt. Finde ich immer schön, wenn das so mit diesem Butterbrotpapier, Transparentpapier, das macht das Ganze noch ein bisschen edler. Jetzt muss ich es allerdings zerstören und aufreißen. So, und darunter finden wir ganz viel Füllmaterial, ein Lesezeichen passend dazu. Also es muss irgendwas mit Schuppen zu tun haben. Und wir haben hier ein Tattoo, Schmückerbox, und wir sehen eine Meerjungfrau. Also das könnte schon ein erster Hinweis dazu sein, dass es vielleicht irgendwas mit Meerjungfrauen zu tun hat. So, ich glaube, ich hole jetzt erstmal das ganze Gedödel raus, oder? Oder ich wühle mich da durch. Okay, ich wühle mich durch. Also ich habe hier irgendein Glas. Mal gucken, was es ist. Coras Geheimzutat, maritimes Meersalz. Oh, wie cool. Meersalz aus der Camargue, oh, ich kenne das nicht, das Wort. Wacholder, Lorbeer, Nelken, Senfsaat, Lauch, Dill, Korall vom Taschenkrebs, Fenchel getrocknet, Piment, Chili, Paprika, Schnittlauch, Koriander, Alge, Karotte und Sellerie. Oh, ob ich das mag mit so Algen und sowas. Aber es riecht im Grunde nach Kräutersalz. Ich probiere es jetzt einfach mal. Mal ein bisschen. Das jetzt irgendwie fischig schmeckt oder so. Nö, finde ich aber nicht. Ja, cool. Kräutersalz kann man immer gebrauchen. Ob ich jetzt das da drin lasse oder vielleicht in so einen Streuer umfülle, weiß ich nicht. Aber das finde ich schon mal sehr cool. Und ganz ehrlich, das ist auch so was Hochwertiges, was man tatsächlich auch benutzen kann. Und ja, Salz, ich meine, das ist jetzt auch nicht so was exotisches Gewürz, was man irgendwie nicht benutzt, aber. Hauptsächlich schmeckt es halt nach Salz und ja, finde ich schon mal richtig cool und es ist halt auch eben selbst gemacht, also mit dem Emblem vorne drauf und das Glas finde ich auch total cool. Ja, also das erste ist schon mal top. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich als erstes wühlen soll. Es ist so aufregend. Aha, was ist das? Es ist ein ganz kleines Päckchen. Schaut mal. In so Packpapier mit so einem kleinen süßen Seil drum. Da steht Seite 229. Ist aber bombenfest gemacht. Ah, nee, jetzt habe ich es. Also, was das jetzt mit dem Buch zu tun hat, keine Ahnung. Es ist so ein Washi-Tape, also so ein Tesaband mit Muster drauf. Es ist geblümt von MT Farb. Also das Muster finde ich jetzt nicht so pralle, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Aber ich finde halt spannend, was das mit Seite 229 zu tun hat. Ob das tatsächlich, ob da irgendwie so ein Washi-Tape drin vorkommt, was geblümt ist. Das würde ich ja mega cool finden. Also ich will es jetzt einmal auspacken, weil ich das Muster nochmal unter der Folie sehen möchte, ob das vielleicht ein bisschen hübscher wird. Naja. Ich finde es jetzt nicht so wunderschön, aber es ist, glaube ich. Kann ganz schön wirken, wenn man auf so ein einfarbiges Papier denn ja, mit einem einfarbigen Papier Geschenke einpackt. Ja, aber
gut, das ist Geschmackssache. Aber ich bin sehr neugierig, was das mit Seite 229 zu tun hat. So, oh, jetzt kommt ein größerer Karton. Ich dachte erst, es wäre eventuell eine Tasse, aber dafür ist es wieder zu schmal. Schaut mal. Bloomingwill. Ist zugeklebt, da brauche ich wieder meinen Cutter für. Oh, es ist doch eine Tasse, aber eine sehr flache. Die ist ja auch cool. Schaut mal. Auch mit Schuppen. Ich denke mal, das soll daran erinnern, an Schuppen. Und ich habe letztens noch überlegt, irgendwie habe ich ziemlich wenig Tassen, die ich richtig, richtig schön finde. Also sehr interessante Form. Und ja, diese Schuppenform finde ich auch ziemlich cool. Becher und Tassen gehen auch immer. Ich bin ja ein großer Teetrinker. Also auch dieses Item finde ich cool. So, jetzt ist hier noch etwas Längliches drin und ein etwas sehr Schweres. Sieht auch nach einem Glas aus, aber zwei Gläser, zwei finde ich ein bisschen seltsam oder würde ich seltsam finden. Wow. Schaut mal, aber es ist so dick. Ist das wirklich ein Glas? Oder ist das eher eine Vase? Ja, es hat wieder so ähnlich Schuppen. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, das ist ziemlich dick. Also für ein Glas wäre das nichts. Also so zum Saft trinken oder so würde ich das ein bisschen zu dick finden. Die Farbe finde ich jetzt auch, boah, okay. Ist mir ein bisschen zu grün, glaube ich. Also wenn es eher so ins Petrolfarbene gehen würde, okay. Und zwar, also ein Becher hätte gereicht irgendwie. Entweder Glas oder Becher. Ist jetzt meine Meinung. Ihr könnt mir ja auch eure Meinung dazu sagen. Ich finde, es ist natürlich was Hochwertigeres und auf jeden Fall nichts Selbstgemachtes. Aber ich finde, ich weiß jetzt nicht genau, was ich damit tun soll. Was ich dafür eine Verwendung für hätte. So, was haben wir hier? Oh, schaut mal, eine süße Verpackung und drauf steht Fairy Tale Collection, The Little Mermaid Sea Salt Caramel. Das ist bestimmt eine Schokolade und das ist wieder genau was für mich. Ich liebe Schokolade mit Salz und salzigen Karamell. Ich total für. Ich guck mal rein. And they all lived happily ever after. Scheint auch so ein bisschen märchenhaft. Man sieht auch da drauf ein Schiff und tatsächlich auch eine Meerjungfrau, eine Muschel und ein Fisch. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. The Little Mermaid. Ja, also auf der Schokolade sieht man jetzt nichts, ist wahrscheinlich drin gefüllt. Also kommt sofort in den Kühlschrank und wird gekühlt und wird dann, ja, wahrscheinlich überlebt die nicht lange. Und es kommt aus Dänemark. Ja, das ist wieder total meins. Da bin ich total für. Und ich glaube, jetzt bleibt nur noch das Buch. Es ist auch wieder in einem schönen Design. In diesem Packpapier mit diesem Band drumherum. Ah, da muss ich jetzt leider auch rabiat sein. Mal schauen, also ich bin total gespannt. Also bei einem Meerjungfrauenbuch denkt man ja doch total an Märchen und an Fantasy. Also warum ist das jetzt ein Genre-Mix? Wie kann das alles zusammenpassen, was da drauf stand? Und habe ich das noch nie gesehen? Und beim Märchen und Meerjungfrau denkt man ja auch tatsächlich eher an Kinderbuch, ob das jetzt aber Dumont Verlag. Bin ich gespannt, ob ich das schon mal gesehen habe. Bin noch nie gesehen. Die Ewigkeit in einem Glas von Jess Kidd. Bin noch nie gesehen. Richtig cool. Sieht aus wie so ein Edelstein hier vorne drauf. Und dort sieht man den Big Ben, eine Kutsche.
Und ganz kurios, dann auch noch ein Skalpell hier oben. Habe ich jetzt auch erst entdeckt. Es sieht so ein bisschen nach einem ja, historischen Krimi aus. Ich lese euch einfach mal vor. London 1863. Privatdetektivin Bridie Devine, die in ihrer Kindheit als Leichensammlerin gearbeitet hat, glaubt alles gesehen zu haben. Nun sucht sie nach der entführten Christa Bell. Doch diese ist kein normales Mädchen. Um sie zu finden, werden wahllos Morde begangen. Besessene Ärzte und geschäftssüchtige Schausteller wollen sie in ihren Besitz bringen. Unter ihren Widersachern fürchtet Birdie vor allem einen, dessen Grausamkeit beispiellos ist und den sie nur allzu gut kennt. Und die Brigitte sagt, Kids Fantasie und Beobachtungsgabe sind einzigartig. Aber was hat das nun mit Meerjungfrauen zu tun? Also da bin ich jetzt nun wirklich gespannt. Scheinbar ist dieses Mädchen vielleicht eine Meerjungfrau. Es klingt ja tatsächlich eher nach einem Krimi. Bin ja nicht so der Krimi-Fan, aber dass es historisch ist und dass es so schräg sein soll, macht mich schon wieder neugierig. Also ich bin nicht so der, also ich mag das düster und so, und aber diese Ermittlungsarbeiten sind eigentlich nicht so meins. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie das unter dem Schutzumschlag aussieht. Also wir haben hier einmal ein schönes meerblaues Vorsatzpapier. Ja, okay, ist nicht so spannend. Es ist einfach schwarz. Und hat rote Schrift. Ich hätte eher blaue Schrift gewählt. Und es ist nicht eingeschweißt. Ich dachte, vielleicht wäre irgendwas reingeschrieben worden, aber ist es nicht. Was ich total cool finde, dass ich von diesem Buch noch nie etwas gehört habe. Das finde ich schon mal super. Und dass es auch schön aussieht mit diesem Edelstein vorne drauf. Und London als Handlungsort mag ich ganz gerne. Es erinnert natürlich jetzt so ein bisschen an Sherlock, ne? Aber wie diese ganzen anderen Sachen drin vorkommen, ich muss mal eben meinen Zettel suchen, was da noch alles drauf stand. Also spannend, kurios, übersinnlich, humorvoll, düster, liebevoll, schräg, sympathisch, gruselig, empathisch, hysterisch, fantastisch und noch vieles mehr. Interessant. Also eine Mischung aus Krimi, Fantastik und Historischem. Ja, also von dem Buch bin ich wirklich begeistert. Jetzt mal ganz ernsthaft. Ich bin auch jetzt nicht so der Dumont-Leser tatsächlich. Wahrscheinlich ist man dann, kommt man da auch nicht, wenn man so in den Kreisen sonst immer verkehrt, so in den gleichen Verlagen, wo man so guckt. Dumont bringt ja sonst, glaube ich, auch eher so belletristische Titel raus. Also cool. Von dem Buch bin ich begeistert. Und jetzt wollen wir mal die Karte lesen nochmal. Kleinen Moment, ich lese mir mal eben den Text durch. Okay, ich glaube, dass ich den Text auch vorlesen kann, weil der schön geschrieben ist. Also hier steht, in dieser Schmökerbox nehmen wir dich mit in einen ganz besonderen Roman, Die Ewigkeit in einem Glas aus dem Dumont Buchverlag. Und dieses Buch hat es wirklich in sich. Und dann steht wieder diese Auflistung, es ist spannend und kurios und so weiter. Kommt dir diese Mischung komisch vor? Ist es auch. Damit du noch mehr in die Geschichte eintauchen kannst, stehen alle Goodies in der Box für besondere Aspekte und Figuren des Buches und mit dem Meer in Verbindung. Mit der Tasse von Bloomingwill kannst du Birdies Gewohnheiten nachvollziehen und den Teestunden abhalten. Schon mal sehr sympathisch, die Frau. Als Hommage an Coras Kochgewohnheiten haben wir zusammen mit S.Brandt ein exklusives Salz für dich entwickelt. Ach, das wurde sogar extra entwickelt. Das finde ich ja cool, das Salz. Also eine Köchin haben wir hier auch. Coras Kochgewohnheiten. Oder vielleicht ist es keine Köchin, aber sie hat Kochgewohnheiten. Die Little Mermaid Schokolade von Connor Rupp und Co. steht für die Märchen, die erzählt werden und noch einiges mehr. Die Vase, okay, es ist eine Vase, denn es finde ich tatsächlich auch ein bisschen besser als Glas, wäre es mir tatsächlich zu grob und zu dick. Die Vase mit dem Harlekin-Muster, ach, das ist ein Harlekin-Muster, ich dachte, das sollten auch Schuppen sein, von Elbi Lausen verkörpert die Zirkuselemente im Buch und auch die Farbe wirst du wiederfinden. Aber ich finde, für ein Zirkuselement hätte ich was ganz anderes
tatsächlich gewählt. Ich kenne ja den Inhalt des Buches jetzt nicht, aber Zirkus, da hätte es noch so viel andere tolle Möglichkeiten gegeben. Und ich finde auch nicht, ist das ein Harlekin-Muster? Gut, die Farbe wird man wiederfinden, aber davon bin ich ein bisschen enttäuscht. Da hätte man gerade, ich bin so ein Zirkusfan, da hätte man so coole Sachen machen können und da hätte ich diese Vase nicht unbedingt gewählt. Verkörpert die Zirkuselemente im Buch und auch die Farbe wirst du wiederfinden. Und zuletzt symbolisiert das Lesezucker-Abziehtattoo Ruby, dessen Bedeutung du während des Buches erkennen wirst. Also das hatten wir ganz am Anfang. Das Lesezucker-Abziehtattoo. Ja, das war dieses hier mit der Mermaid. Steht für Ruby, dessen Bedeutung du während des Buches erkennen wirst. Bist du auch Team Ruby, dann verwende das Tattoo und poste es unter den Hashtag Schmökerbox Team Ruby und Schmökerbox. In deiner Box hast du noch ein verpacktes Geschenk gefunden, auf dem eine Seitenzahl steht. Lass dich darauf ein und gedulde dich, bis du Seite 229 erreichst. Ach, wie blöd. Okay, das wusste ich nicht. Dann kannst du kurz mit Birdie innehalten. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen schade. Dass ich das jetzt schon ausgepackt habe, also dieses Tape, was man auf 229, stand es denn da drauf, dass man das dann erst auspacken soll? Es hätte doch eine kleine Warnung geben sollen. Nee, steht einfach nur zweite 229. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen schade. Die Idee kannte ich tatsächlich noch nicht, finde ich eine coole Idee. Aber ich weiß ja jetzt auch noch nicht, was da ist. Also ich werde einfach dann auf Seite 229 dennoch innehalten und mir dieses Tape dann genauer anschauen und dann mit zusammen mit Birdie innehalten. Ja, viel Spaß beim Schmökern wünscht dein Schmökerbox-Team. Ja, finde ich eine coole Sache und die Gestaltung finde ich auch ziemlich cool. Ja, also ich muss sagen, ich bin von dieser Box angetan. Was die Wertigkeit angeht, tatsächlich. Das Wichtigste, das Buch, gefällt mir. Oh, völlig falsch rum. Das Buch bin ich auf jeden Fall sehr neugierig und habe ich Bock drauf. Ansonsten waren, glaube ich, wirklich nur das Tape, was ich jetzt nicht so hübsch finde, aber ich glaube, soll auch jetzt nicht so optisch passen, sondern soll ja zur Geschichte irgendwie was Interessantes sein. Ansonsten finde ich die Schokolade genial, die Tasse finde ich hübsch. Es hat tatsächlich ein bisschen was Skandinavisches, finde ich auch von der Optik, nicht nur die Schuppen. Ja, und die Vase. Mal gucken, was das mit dem Inhalt zu tun hat, mit dem Zirkus zu tun hat. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, weil die Box hat noch mehr Potenzial gehabt und hätte mir noch besser gefallen können. Aber man kann nicht alles haben, man kann nicht jeden Geschmack treffen. Also für die Schmückerbox kann ich tatsächlich eine Empfehlung ausgeben. Es gibt jetzt schon ein nächstes Thema für Dezember. Das heißt, glaube ich, Porträts und hat irgendwas mit Zeitreise zu tun. Ja, das werde ich mir jetzt aber nicht holen. Da werde ich aber auf jeden Fall die Augen offen halten bei der Schmökerbox, ob mich da mal wieder etwas anspricht. Ja, und vom Preis her, ich denke mal, das Buch, ich weiß jetzt nicht, wie viel das gekostet hat. Ich denke mal, aber so um die 20 € wird das schon gekostet haben. Und dann bleiben noch 20 € übrig. Es ist natürlich, man zahlt natürlich auch ein bisschen den Service drauf, also muss man natürlich auch wissen. Also die Tasse, keine Ahnung, wie viel sowas kostet, vielleicht so 7, 8 € vielleicht. Und so besondere Schokoladen sind ja auch teuer. Naja, ich will das jetzt gar nicht so zusammenrechnen. Cool finde ich auch dieses Büchermagazin, von dem ich noch nichts gehört habe. Und das Salz finde ich auch super cool. Also jetzt drehe ich mich auch irgendwie im Kreis. Scheinen jetzt nicht unbedingt Romane zu sein in diesem Bücherdings. Sind auch viel Kochbücher dabei, Sachbücher, weihnachtliche Bücher. Ich sehe überhaupt keine Romane. Finde ich ein bisschen schade. Naja, aber sonst auf jeden Fall kann man da ganz, ich glaube, es sind eher so Lifestyle-Bücher. Werde ich trotzdem ein bisschen durchschmökern. Und jetzt verratet mir doch mal, ob ihr eventuell schon mal die Schmökerbox ausprobiert habt. Und wenn ja, was ihr für Themen hattet, das finde ich auch interessant. Also auf der Website kann man sich auch die alten Boxen anschauen und was in den alten Boxen drin war, kann man mal so reinschnuppern
Und das finde ich auch super spannend. Aber ja, verratet mir mal, welches Thema ihr hattet und ob ihr zufrieden wart. Und wenn ihr sie noch nicht ausprobiert habt, ob ihr jetzt anhand meines Videos Lust hättet und ob ihr eventuell noch weitere Boxen ausprobiert habt, die ich noch nicht kenne. Ich bin ja schon ein Fan von deutschen Boxen, weil ich nicht gerne auf Englisch lese, aber natürlich gibt es da auch da noch viel mehr, glaube ich, im englischsprachigen Bereich und die lassen sich auch immer schöne Sachen einfallen. So, jetzt ist aber gut, glaube ich. Ich habe mich gefühlt dauernd wiederholt und möchte es jetzt nicht länger in die Länge ziehen. Deswegen wünsche ich euch jetzt eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.